Kurz Update. Shooting ist jetzt vorbei. Es ist 10 nach 12. Ich habe heute auch noch nichts gegessen. Das mache ich immer nicht. Wie ihr vielleicht gesehen habt, das war ja ein Shooting in Unterwäsche und Boudoir-mäßig. Wenn du dann halt viel gegessen hast, dann sieht der Bauch dementsprechend aus. Food Baby und so. Aber egal, ich bin ja nicht verhungert. Und ja, jetzt sitze ich mal im Auto, fahre nach Hause. Und ich bin so durchgefroren. Es war da so kalt. Jetzt habe ich mir auch erstmal einen Tee gemacht. Und ja, werde ich gleich auch erstmal frühstücken. Ich glaube, ich mache mir einen Bananenshake mit Proteinpulver und dann ja, Haferflocken, Oatmeal, irgendwie sowas. Und natürlich auch erstmal Assi-Klamotten angezogen, so muss es sein. Und ja, ich zeige euch dann, was ich esse und wärme mich jetzt erstmal ein bisschen auf. Ich wollte euch ja auch noch eine kurze Review geben zu diesen Proteinpulvern hier von MyProtein. Speziell jetzt auf Frauen abgestimmt. Und das waren ja die Sorten Apfel, Karamell, Kokosnuss, Ananas und Banane, Zimt. Die sich einfach nicht so gut auflösen in der Flüssigkeit. Und geschmacklich finde ich dieses cremige Schokolade einfach besser. Also eine hatte unter den Kommentaren geschrieben, dass sie das auch schrecklich fand. Ich meine, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich kann jetzt nur von meiner Perspektive aus sagen, dass ich die nicht so gut fand. Die wurden auch mit Stevia gesüßt und Stevia ist auch nicht ganz so meins. Und ja, schmeckt eben sehr künstlich süß. Ja, müsst ihr einfach probieren. Ich glaube, ich bin eher so der schokoladige Typ. Ein Proteinpulver, was ich auch noch sehr lecker fand, war von Luxofit in Haselnuss. Das habe ich mir bestimmt auch zwei, dreimal nachbestellt. Allerdings besteht das nur aus Soja und ich wollte nicht so viel Soja konsumieren auf Dauer. So, das wird jetzt mein zweites Frühstück sozusagen sein. Das sind Haferflocken und Dinkelflocken mit Birne. Die habe ich gerade im Topf ein bisschen gar gekocht, warm gemacht. Und Zimt habe ich darüber gegeben und noch ein ganz klein wenig Schokoproteinpulver mit reingemacht für den Geschmack und für die Süße. So Leute, ich zeige euch jetzt mal kurz, wie man bewusst und gesund einkauft. Nicht. Oh, ihr wisst ja, ich hatte das Shooting heute und ich habe nach meinem Frühstück noch so eine kleine Schüssel Nudeln gegessen mit Ketchup. Aber es hat mich halt auf Dauer nicht so satt gemacht. Jetzt haben wir es nämlich auch schon 17 Uhr und ich wusste einfach nicht, was ich essen sollte. Ich fliege ja Freitag nach Kopenhagen zu meiner Gastfamilie. Und deswegen will ich auch nicht so viel einkaufen. Und dann dachte ich, komm, fahre ich in die Stadt, kaufe ich mir da irgendwas. Da wusste ich aber, da wird es auch teuer. So, jetzt beginnt meine kleine Reise hier. Erst war ich bei Lidl und wollte mir da diese Fanpizza kaufen, die ihr auch in meinem letzten Video gesehen habt. Die gab es aber leider nicht. Und kennt ihr das, wenn ihr in einen Laden geht und nicht ohne irgendwas rausgehen wollt? So ging es mir. Und dachte ich, naja, Schokolade kann ich ja auch gut für Kopenhagen gebrauchen. Habe ich mir halt Schokoreiswaffeln und diese Schokolade gekauft. Kenne ich beides, schmeckt echt gut. Dafür habe ich dann 2,38 € bezahlt. Dann nebenan war der Bioladen. Dachte ich, komm, holst dir da beim Bioladen was. Da haben sie bestimmt auch eine Pizza. Da wollen die ganz im Ernst 4,69 € für eine Pizza haben. Nee, einfach nein. Und dann habe ich mir Sojajoghurt gekauft. Den finde ich auch echt gut, werde ich auch essen. Und dann hatten die so Wraps im Regal. Dachte ich so, komm, sieht auch ein bisschen gesund aus statt der Pizza. Aber so richtig satt machen die ja auch nicht, dachte ich. Naja, da habe ich 6,48 € bezahlt dann. Und bin ich zum anderen Lidl hingefahren. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich gefreut habe. Ich glaube, die Leute dachten, ich bin behindert. Ich habe mich so gefreut. Das war nämlich die letzte Pizza. Die war schon das letzte Mal im Regal ganz hinten. Ich musste sogar auf die Tiefkühltruhe raufsteigen, weil die ganz hinten war. Ich kam da nicht ran. Naja, um das ein bisschen gesünder zu gestalten, habe ich mir noch Rucola gekauft. Die werde ich dann, wenn die fertig gebacken ist, darauf geben. Alter, und zieht euch das rein. 1,96 € für eine Pizza mit Rucola. Ich bin so glücklich. Ohne Scheiß. Das ist das Unnötigste ever. Aber naja, ich werde mir jetzt erstmal die Pizza gönnen. Diese Woche wird echt gesund, sag ich euch, aber egal, das darf auch mal sein.